Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Welle Home, unserer täglichen Zusammenfassung, Spezial, Giro d'Italia, in Italien, schönes Rennen und so weiter. Heute geht es um die 17. Etappe. Wie schon gestern vom Thomas auch angekündigt, eine Sprinter-Etappe, was soll man sagen, klassischer geht's kaum und es war dementsprechend auch wirklich so der typische Ablauf einer Sprinter-Etappe, man muss jetzt nicht mehr draus machen, als es war. Am Anfang ging eine Gruppe von drei Fahrern besetzt mit Oss, Brut und Super. Ich werde sie mir sicher falsch aussprechen. Später kamen dann noch so etwa, war so 25, 24 Kilometer vor der Zieldurchfahrt, kamen noch drei Fahrer dazu, die sich abgesetzt haben. Und zwar Buck, Belkin und Cornovalovas. Sechs Fahrer, 22 Kilometer noch zu fahren. Sehr starke Gruppe. Man hätte vielleicht vermuten können, die kommen durch auf dieser Sprint-Etappe auf 196 Kilometer waren es. Aber kurz vor Ziel sind sie dann alle eingeholt worden. Diverse Attacken wurden gefahren. Hier vor einer weg, dort vor einer weg. Aber, und das ist jetzt aus deutscher Sicht, wenn man Radsport so betrachten möchte, sehr schön, es gewann am Ende, obwohl Marcel Kittel nicht mehr da ist, obwohl André Greipel nicht mehr da ist, Roger Klugel, der 30-jährige Profi vom Team IAM Cycling, hat das Ding abgeschossen. Wirklich sein größter Sieg mit an sich ergrenzender Wahrscheinlichkeit, den er je eingefahren ist und war sehr, sehr glücklich darüber. Im Moment fürs Team IAM Cycling schwere Tage. Der Hauptsponsor hat bekannt gegeben, dass er sich zurückziehen wird und was Besseres kann so einem Team jetzt nicht passieren, als durch solche Siege auf sich aufmerksam zu machen. Er muss sich schon während der Etappe recht stark gefühlt haben, weil man hat ihn teilweise gesehen mit am Hinterrad von Heinrich Hausler, der also für ihn die Arbeit gemacht hat. Heinrich Hausler gestern bei uns ja noch mit O-Ton. Und absolut super Sache, Roger Kluge, herzlichen Glückwunsch und dem Team IAM Cycling auch nur das Beste. Gratulation. Möchte man auch noch erwähnen, dass Nikias Arndt auch gestern bei uns im Interview auf Platz 3 gefahren ist, Podiumsplatz. Gratulation auch an ihn. Hat nicht ganz gereicht, aber man muss auch bei dem jungen Giant Alpecin-Fahrer mal sagen, tolle Sache, dass er da aufs Podium gefahren ist. Insgesamt war von den vier Fahrern, die wir im Interview hatten, waren drei in den Top 20. Nur Heinrich Hausler nicht, aber Christian Knees und Hausler auch in den Top 20. Und dementsprechend scheint es Glück zu bringen, wenn man mit Chris spricht. Vielleicht sollte man das manchen Fahrer sagen, die sich jetzt auf die morgige 18. Etappe schon freuen. Vielleicht holt er sich noch so Nibali ans Mikrofon, der vielleicht ein bisschen vom Chris' Sternstaub und Glücksbringer-Gen absahnen sollte. Morgen 240 Kilometer, die längste Etappe des diesjährigen Giros, von Muccio nach nicht Pinarello, sondern Pinerolo. 240 Kilometer. Ich tue mich schwer, eine Aussage zu machen, was da morgen passieren wird, weil langsam kommen, also wenn es jetzt nicht großweit wird, dann müssen die anderen jetzt langsam mal aktiv werden. Es kommen zwar noch schwere Tage, aber morgen ist ein Tag, da kann was passieren, aber es ist eigentlich unwahrscheinlich. Berg der zweiten Kategorie ist so etwa, ich glaube, 20 Kilometer ungefähr vor der Zieldurchfahrt. Dann geht es wieder bergab, 2 Kilometer, glaube ich, vorm endgültigen Ziel gibt es nochmal einen minimalen Anstieg, also Anstieg, einen kleinen Stich, circa 20-prozentiger 500-Meter-Stück mit Kopfsteinpflaster, also eigentlich typisch belgisch. Vielleicht ist das auch so etwas, wo ein Valverde sich Zeitbonifikationen holen will. Wäre ja jetzt auch nicht ganz von der Hand zu weisen, obwohl er ja eigentlich eher bei den Ardennen-Klassikern, bei den normalstraßigen Strecken unterwegs ist. Wäre auch eine denkbare Variante. Es kann aber auch sein, dass sich bei dem 25 Kilometer vorm Ziel befindlichen zweite Kategorieberg eine Gruppe absetzt und die dann über diesen Hügel am Ende noch drüber laufen. Viele Möglichkeiten gibt es morgen. Es wird so eine Etappe sein, wo man vielleicht sich die ersten 150 Kilometer oder in dem Fall wahrscheinlich noch länger die ersten 160, 170 Kilometer schenken kann und dann wird es erst interessant. Morgen werden wir zum Glück dann wieder Thomas hören, der wird es mit Sicherheit fundierter als ich wiedergeben können und am Ende noch, Gesamtklassement hat sich heute natürlich nichts getan, alles wie bisher.
Cruzweit auf Platz 1, Chavez, nicht Chavez, Chavez auf Platz 2, vor Valverde, Nibali, Zaccarin, Maika, Jungles, Amador, Pozzo Vivo und Suizo. Und ja, das war's von mir. Wünsche euch morgen, die, die frei haben, einen schönen Feiertag, die, die arbeiten müssen, grämt euch nicht. Auch ihr habt bald irgendwie dann wieder frei. Tschüss!